Diego ist am Boden. Merkt er nichts von Kikis bösem Spiel? Stella ist verschwunden und ihr Freund Diego macht sich große Sorgen. Doch er ahnt nicht von dem bösen Spiel, das Kiki spielt. Es bleibt spannend bei Köln 50667. Diego macht sich Gedanken, weil Stella eine Nacht nicht nach Hause kommt. Was er nicht ahnt, ist, dass Kiki sie in einen Bunker gesperrt hat, während Diego versucht, Stella zu finden und zu erreichen, spielt Kiki die Unwissende und macht sich mit Diego zusammen Sorgen. Köln 50667, Kiki manipuliert die Beziehung von Diego und Stella. Als Diego jedoch dann mit Kai Brenner reden will, einem Typen, den Kiki manipuliert hat, um einen Streit zwischen Diego und Stella zu entfachen, muss Kiki handeln. Sie schickt Diego von Stellas Handy aus Schlussmachnachrichten. Diego bricht zusammen. Diego bricht daraufhin emotional zusammen, während er sich von Kiki trösten lässt und nicht versteht, wieso Stella das tut, hockt diese immer noch verzweifelt in ihrem Bunker verließ.